Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Toto. Jo, wir haben, wir hatten mal das Vergnügen, hier beim Clan Herausforderer mal einen sogenannten FC zu spielen, also so eine Friendly Challenge oder FCW, Friendly Challenge War, also einen Freundschaftsklankrieg. Das haben wir gemacht, es ist jetzt amtlich, die 5 steht bei mir vorne und die 5 steht bei mir hinten. Danke nochmal für den coolen Stream gestern Abend. Wir haben ein bisschen Happy Birthday to Me, sehe ich immer noch, gespielt. Und war sicherlich eine nette Sache mit einem kleinen Überraschungsgast. Könnt ihr euch auf Twitch nochmal anschauen. Die erste Stunde war der mit anwesend und war schon eine ganz, ganz nette Sache. Und wir haben danach aber noch reichlich Clash of Clans gesehen, nämlich hier aus dem FCW. Aber das müssen wir auch unbedingt nochmal üben. Denn so ein FCW oder so ein Freundschaftsklankrieg, der ist ja nicht ganz ohne. Also wenn man das so selten macht wie ich, ich streame das zwar oft, aber selber spielen tue ich ja eher weniger, dann tut man sich natürlich auch schwer, denn man muss sich an gewisse Dinge gewöhnen. Man braucht ja nicht selber irgendwelche Armeen bauen. Denn wenn man so eine Challenger startet, dann hat man ja so eine Freundschaftsklan-Kriegsarmee. Wo findet man die eigentlich? Ja, die findet ihr hier in den Einstellungen. Ich habe das heute auch mal auf Deutsch gestellt. Unter Mehreinstellungen und dann kann man hier sagen Freundschaftsspielarmee anpassen. Und hier könnt ihr die komplette Armee anpassen, wie ihr sie haben wollt. Clanbuch müsst ihr euch allerdings noch spenden lassen, also inklusive der Maschinen, die ihr dabei haben wollt, Belagerungsmaschinen und der Zauber. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und das muss man natürlich als erstes wissen. Und was man noch wissen muss, wenn ihr eine Basis habt, also wenn ihr ein Dorf habt, also das ist nicht euer Clankriegsdorf, sondern das ist irgendein Dorf. Das könnt ihr dann auf der Clankriegskarte auch ähnlich wie hier in einem Punkt ändern, wo ihr aktiv das Ganze aufrufen müsst. Allerdings bekommt ihr nur so ein kleines Pop-up in der Mitte. Und dort müsst ihr die passende Base raussuchen. Ja, das wissen wir jetzt alle. Das wissen wir jetzt alle. Aber wir gehen mal rein in meinen Clan und wir gehen mal in das Kriegslog. Klassisch und machen da den Haken rein. Freundschafts-Clan-Krieg. Da seht ihr, wir haben gegen die Fußpilzpiraten gespielt. Also Grüße nochmal an den Club der Fußpilzpiraten. Und davor haben wir auch schon mal gegen die Fußrasten-Raudis gespielt. Ist aber auch schon ein paar Tage her. Ihr seht das. Vor 263 Tagen haben wir schon mal ein CK gemacht, also ein Freundschaftsklankrieg ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber ich würde sagen, das kann man gerne mal wiederholen. Das ist nämlich eine sehr coole, angenehme Sache gewesen und auch vor allen Dingen ganz, ganz entspannt. Wir haben das ganze Ding fast mit dem Perfect War nach Hause gefahren, 43-9, 30, obwohl die Fußpilzpiraten heftig vorgelegt haben in der Nacht. Die haben also in der Nacht wirklich ganz, ganz stark vorgelegt mit, ich glaube, 7 Dreiern schon. Und das lag jetzt so ein bisschen an der Zeitverschiebung, denn einige aus dem Clan sind in ganz, ganz anderen Zeitzonen als wir. Und dementsprechend lag das über den ganzen Tag hier verteilt. Aber wir können uns die Karte gerne mal ansehen und ihr seht, auch auf unserer Seite ist viel gedreiert worden, was Bases angeht. Avatar hat noch gehalten, okay. Da habe ich auch was umgestellt, um dieser ganzen Herde hier mal, wie soll man sagen, um das ganze Gespamme vor allen Dingen so ein bisschen aufzuhalten. Denn hier wurde ganz, ganz hart gespammt, also nach dem Brawl Stars Motto Pam, Bam, Bam, hier comes Pam, nee, Spam. Und wurde hier hart gespammt, aber worum es eigentlich letztendlich ging, Bases umstellen, das können wir uns an der 13 mal angucken oder vielleicht an der 14, lass mal gerade schauen. Das können wir uns an der 13, nee, wir können das auch an der 13 sehen. Ja, hier seht ihr schon das Drama und die Base ist nicht umgestellt. Ja, in einigen Teilen, also einige hatten natürlich ihre Base umgestellt, einige hatten dann genau so eine Base hier drin, so eine 13er Base ohne Scattershots, ohne Adlerartillerie, ohne Infernus, einfach ohne alles. Das ist eine Rathaus 8 Base, glaube ich. Und einfach mal ohne alles. Und dementsprechend einfach war das Ganze natürlich, ihr seht, da braucht man dann noch nicht mal 3 Minuten für. Ja, für mal eben so eine Base überfliegen hier. Aber es kommt ja noch besser. Wartet mal ab. Gucken erstmal kurz den Angriff hier vom Wiesel. Und dann kommt es ja noch besser, was vor allen Dingen dann auch die Sprücheklopferei von mir angeht. Also ich muss dann auch mal so ein bisschen meinen Mund halten. Oder einfach mal ein bisschen kurz mal überlegen. Ja, kann man ja auch mal machen. Kurz mal was überlegen. Denn ich hatte auch dann den ein oder anderen Versprecher mit drin.
wo es dann darum ging, dass ich dann wahrscheinlich auch dieses Freundschaftsklankriegel überhaupt nicht verstanden habe, könnte man meinen, ich würde ja immer die Loons vor den Drachen setzen, denn dann fangen die wenigstens die Minen ab oder man lässt halt die Drachen die Minen einfangen, denn die Drachen können die Minen ja auch aufsaugen, dann für die Loons. Kann man so oder so machen. Ich finde es immer besser, wenn die Loons vorwegfliegen und die Drachen bekommen null Schaden. Aber wie gesagt, die Drachen haben natürlich auch viele Trefferpunkte und da ist so ein schwarzes Minchen dann nicht ganz so schlimm. So ein Luftballon, der ist dann one-hitted in der Regel, vor allem wenn es eine schwarze Mine ist. Und ist dann nicht mehr mit im Feld. Aber ihr seht das hier, so eine Base. Die ist natürlich dann auch sehr, sehr einfach zu schlagen. Das sind leicht verdiente 3 Sterne. Und wir haben es aber auch vorher nicht geschrieben. Also ich hätte auch mal eine Clan-Nachricht lostreten können. So nach dem Motto, Leute, bitte stellt eure Bases noch um. Oder kann auch sein, dass wir sogar so eine Nachricht hatten. Aber wir haben... Ich wollte gerade so ledern, ja, also ich wollte gerade so über den Gegner ledern, so nach dem Motto, haha, die haben ihre Bases nicht umgestellt, da wird der Matterhorn angegriffen. Wo ist er? Matterhorn, da oben. Da wird der Matterhorn angegriffen. Ich habe gerade abgeledert gehabt, so nach dem Motto, hey, die haben die Bases nicht umgestellt, ja, unser Matterhorn auch nicht. Okay, immerhin hat er 2 Infernos, immerhin schon mal 2 Infernos in der Base, also Rathaus 10, schon mal hier equipped. Aber mehr dann leider auch nicht. Ne? Naja, war schon eine witzige Situation und wir haben es auch eingesehen. Beide Clans haben es eingesehen. Das müssen wir unbedingt nochmal A wiederholen und B nochmal üben, dass auch jeder dann eine ordentliche Base hier hat und die Verteilung nicht ganz so ungleichmäßig ist. Aber hat der Artus hier schön gesehen. Und dann war das natürlich auch für den Artus mit der Spam-Armee hier ein gefundenes Fressen. Und dann geht das ganz, ganz hart hier durch mit dem Kampfholzwerfer. Ist kein Nudelholz, Leute, ist ein Kampfholz. Also der Kampfholzwerfer geht hier los. Und dementsprechend, ja, sind das hier leicht verdiente 3 Sterne vom Artus, also von den Fußpilzpiraten auf uns. Und wie gesagt, wir haben auch heftig vorgelegt in der Nacht mit 7-0, also 7-3er auf deren Seite. Und ja, wir hatten noch gar nicht angegriffen, denn der Clankrieg fing auch extremst spät, glaube ich, an und endete dementsprechend auch spät. Aber war ja so ein bisschen so geplant, dass wir ein bisschen in den Geburtstag rein streamen, beziehungsweise nicht rein streamen, sondern so ein bisschen was noch vom Krieg im Stream mitbekommen. War auch exakt so, also hat super, super funktioniert und je nach Zeit und Lust lässt sich das Ganze bestimmt nochmal wiederholen. Vor allen Dingen kann man das Ganze, wenn man einen Befreundeten oder so einen Befreundschaftsclan hat, ganz gut machen, indem man das vielleicht nochmal vor der Liga übt, so ein 15-15 mit einem Angriff, kann man dann nochmal so ein bisschen üben, aber das Ganze kann man natürlich auch über die COC Event Lounge, glaube ich, machen. Die bieten das, glaube ich, auch immer an, dass man dort battelt, also 15 gegen 15 einen Angriff, einmal so vor der Liga noch so ein FCW spielen und dann ist das eine ganz, ganz schicke Sache. Apropos Spam, ja, kein nichts mehr zu sagen, nervt mich ein bisschen ab, diese Spam-Taktik hier, die auch der Lord Helmchen an den Tag gelegt hat. Natürlich kenne ich Lord Helmchen schon lange und ich nehme ihm das nicht übel, wenn das funktioniert, funktioniert's. Aber ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Null-Skill-Truppe, denn letztendlich, ihr seht das, brauchst du einfach die Truppen nur irgendwie setzen. Und dann go. Entweder werden das 3 Sterne oder es werden ja minimal 2. Also weil das Kampfholz geht ja schon sehr, sehr weit durch, wenn du es ein bisschen schützt. Nämlich bis zum Rathaus und stößt euch das Rathaus um. Und ihr seht, dann fährt er einfach weiter hier. So ein bisschen sieht er auch aus wie so ein Müllwagen, ne? Vorne mit der Kippe. Und dann fährt er einfach weiter bis zum Rathaus. Geht dann erst auf und dementsprechend... ist meistens meistens 1 Stern Minimum drin und den zweiten, den holt man dann irgendwie raus. Aber es werden einfach mal 3 Sterne, weil genug gespammt wurde. Und da hängen zwar jetzt noch ein paar Golems da hinten in der Mauer drin, aber so ein bisschen hilft da, glaube ich, eine Hexe ist noch mit dabei und noch mehr Magier. Und dann werden das hier irgendwie 3 Sterne. Und wenn es dann nur 2 werden, dann kann man immerhin sagen, Angriff nicht verbockt.
sondern Angriff durchgebracht. Naja, aber wir haben dann ja letztendlich gut gekontert, gut geantwortet und meine Angriffe waren ganz, ganz dünn, muss ich sagen. Also mal richtig ganz, ganz dünn. Ja, warum auch immer. So, jetzt muss ich aber hier mal eben schauen. Nicht wiederholen den Titel. Nicht wiederholen, sondern in einer anderen Reihenfolge wiedergeben. So muss man sagen. Oh, jetzt hätte ich fast zweimal das gleiche Lied hier drin gehabt. Okay. Aber auch von unserer Seite zeige ich euch natürlich noch so den ein oder anderen Angriff. Wie gesagt, wenn ihr den ganzen Stream nochmal nachschauen wollt, den könnt ihr euch auf Twitch.tv/TotoClash nochmal anschauen. Von gestern geht dann über ein paar Stunden mehr. Und wir haben den Jack hier mit einem wirklich wunderschönen Hybrid-Angriff. Also so ein bisschen Classic. Und das Gespamme hier haben wir, glaube ich, gar nicht mal so an den Tag gelegt. Lag aber auch daran, dass vor allen Dingen der Gegner gegen Luftangriffe sehr, sehr gut geschützt war. Also so Mess-Drachenangriffe oder so waren dann auch nicht so wirklich möglich. Und da haben wir uns dann erst ein bisschen schwer getan auch, was das Knacken an der Basis angeht, vor allen Dingen im 13er-Bereich. Unten hatten wir, glaube ich, ein 12er und der Gegner hatte, meine ich, auch ein oder zwei 12er dabei. Oder beziehungsweise dann zwei nicht ganz so tolle 13er. Also ihr wisst schon, diese komischen Bases, die dann nichts waren. Ich weiß auch gar nicht, nach welchem Kriterium das Spiel die Bases für die Freundschaftsklankriege eigentlich auswählt. Wenn man jetzt einen Freundschaftsklankrieg spielt und hat eigentlich seine aktive Kriegsbasis, die man normalerweise hat, ausgewählt, dass das Spiel dann die nicht auch einfach erstmal, ich sag mal default, mit in die FCWs nimmt, sondern irgendeine da rauspickt, die man unter Umständen schon länger nicht mehr angefasst hat und nämlich teilweise seit Rathaus 9, die nicht mehr verändert hat. Also wenn man ja einmal reingeht, kann man sie dann ja nicht speichern, weil man dann doch alle Gebäude ja irgendwo setzen muss oder man bricht halt ab, dann ist sie immer noch aktiv. Und warum die ausgerechnet genommen wird und nicht, wie gesagt, einfach schon mal die Kriegsbasis genommen wird, dann ist ja eine ordentliche Basis drin. Und die kann man dann dementsprechend unter Umständen dann, wenn man es möchte, wechseln. Naja, der Jacques hat das aber sehr, sehr schön gemacht hier. Langer Queen Charge in die Base rein. Und jetzt geht, ich wollte gerade sagen, jetzt geht die Schweinerei hier los. Aber er hat ja eine Hybrid am Start, also nicht nur Schweinereiter. Eine Base, glaube ich, war dann auch, ich weiß gar nicht, ich muss mal gleich gucken. Ich glaube von Galamax, die Base von Mark, die war schwer zu knacken. Aber ich glaube, die haben wir noch geschafft. Es kann auch sein, dass wir die nicht gepackt haben. Also sehr, sehr coole Base. Ist sicherlich auch zu knacken gewesen mit der einen oder anderen Kombi. Aber wenn man etwas nicht spielen kann, dann soll man es auch gar nicht erst machen. Also zum Beispiel Lalo. Ich habe zwar jetzt schon ein bisschen geübt, aber es wird immer stetig immer so ein bisschen besser. Nur die Supertruppe in der Luft, den Eishund, den habe ich nicht immer equipped. Dann müssen es halt die normalen Hunde auch mal tun. Aber es hat auch nicht immer jeder Magier hier für eine Blimp mit Wizards, also mit Magiern. Und dementsprechend ist das Ganze nicht ganz so einfach, wenn man mal ein bisschen was üben will, weil wir im Moment im Clan die Truppe nicht haben. Es gibt hier keine Absprachen, wer hat wie, wo, was. Das ist ja etwas anders beim Clan Spätzle mit Soße. Da führen wir das ja so ein bisschen in einem Discord-Channel. Wer hat gerade welche Supertruppe equipped und dann kann man nachschauen und weiß eigentlich, wer wie was macht. So, ich muss auch noch mal gerade schauen, Galamax. Ja, die ist nicht gefallen, die Base. Fredda 81%, mehr ging nicht auch. Mehr ging leider nicht auf der Base. Und aber dennoch, was haben wir denn hier eigentlich noch? Wiesel, Therapeut, Herr Damien, Hellfire. Gucken wir mal. Jo, alles klar. 8-mal Erdbeben und gib ihm. Ne, 4-mal hat er. Ah, doch, hat doch 8 Stück. 4 Stück dort, 4 Stück da. Rathaus leicht mit angehittet, das muss mit angehittet werden und aktiviert werden, damit nicht erst das Kampfholz das Rathaus aktiviert, sondern schon auf ein aktiviertes Rathaus trifft. Das macht es etwas einfacher und auch hier schön geschützt geht der Kampfholzwerfer durch. Magier kommen mit dazu, ein paar Hexen noch mit reingesetzt, so einfach so auf Ecke, ne? Einfach mal 9 Uhr Start und Go. So kann es dann auch klappen. Also da ist nichts mit Funnel und sonstigen taktischen Geplänkel, sondern das ist einfach nur
ein wahlloses Truppengesetz und gehoffe, dass die beiden Zauber, die man dann nur noch hat, irgendwo sinnvoll eingesetzt werden. Und dann lässt man den Angriff einfach laufen, kann eigentlich dann schon weggehen. Der Ausgang, also sofern jetzt noch nicht die Helden gezündet sind, zwei Helden, kann er hier noch zünden an der Stelle. Und ja, dann wurden das leider hier auch drei Sterne mit dieser komischen Taktik. Naja, was willst du machen? Ich wollte aber nur mal darauf hinweisen, dass ihr dran denkt, falls ihr mal einen Freundschaftsnahkrieg startet, dass ihr nicht auf die gleichen Probleme trefft, wie sie jetzt leidig erfahren haben. Also man könnte schon meinen, hier waren richtige Noobs und Anfänger am Werk. Tatsächlich habe ich dann auch irgendwann gesagt, wo ich glaube, unser Rathaus 12 noch angegriffen hat, habe ich gesagt, oh, der holt sich jetzt noch Bonuslot. Yo, Toto, genau, der holt sich Bonuslot von einem Freundschaftsklankrieg, wo es nur Ruhm und Ehre gibt, aber keinen Loot. Also es gibt hier keinen Loot zu gewinnen, sondern wirklich nur Ruhm und Ehre, aber schön gemacht von Hellfire. Mit dieser Armee, die könnt ihr euch wegschreiben, wenn ihr möchtet. In der Clanburg kann man natürlich unterschiedliche Sachen reinpacken, aber sei es drum. Vielen lieben Dank nochmal an die Fußpilzpiraten. Das Ergebnis 43-39. Das riecht nach Wiederholung in jedem Fall. Und ich freue mich aber, dass es so echt so super geklappt hat hier. Mit A, dem FCW und zweitens natürlich auch dann mit dem Stream dazu. Und ich hoffe, das Ganze hat euch auch ganz gut gefallen gestern Abend. Also vielen lieben Dank nochmal dafür. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir einfach da unten so einen Daumen nach oben da lassen. Könnt den Kanal vielleicht abonnieren, wenn euch so ein bisschen mehr von mir gefällt. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Vielen Dank, Leute. Euer Toto. Clashed.